Hallöchen, herzlich willkommen. Erstens, na, da geht's aber richtig zu. Herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 und wir haben doch noch einen Charaktereintrag. Der gute alte Krach ist ja in der letzten Folge gestorben. Wir sind hier mittendrin im Kampf. Wir haben in der gestrigen Folge Eredin besiegt und die wilde Jagd allgemein, aber es ist das eingetreten, was ich schon immer vermutet habe. Avalach, ja, hat ein falsches Spiel gespielt und der hat jetzt Cirilla geschnappt und das Portal aufgemacht zwischen den anderen Welten. Wir versuchen das jetzt hier. Krach an Kreite, jetzt ist es noch. Drach zögerte auch nicht, Eredin die Stirn zu bieten, als die Zeit gekommen war. Und obgleich Krach in diesem Kampf gegen Eredin erschlagen wurde, konnte sein Tod den Geist des Inselvolks nicht brechen. Stattdessen wurde er ein strahlendes Beispiel für den Tod eines wahren Helden. Ruhe in Frieden, mein Freund. So, wir sind jetzt hier mit Ciri, mit Yennefer. Die lässt sich Zeit anscheinend. So, Folge Yennefer, ich guck noch mal kurz. Stufe 30. Kann man mal machen. Kann man mal machen, ne? Schwarze Perlen, wir können tatsächlich hier noch looten. Ich gehe aber noch mal zu mir ins Inventar rein, ob da alles soweit passt. Komm, nehmen wir. Dann haben wir drüben noch was. 92, nehmen wir. Haben wir doch noch was? 98, komm, wir motzen das jetzt alles auf hier. Wir haben es ja, Freunde, wir haben es ja. So. Verzehrbares hätten wir fast was gehabt. So, und weiter geht's. Ich bin ja gespannt. Also, ich hab's immer gewusst irgendwie. Die kam mir doch immer recht suspekt vor. Scheiße, ein Erdbeben? Wir müssen uns beeilen. Dann mal los. Was soll ich machen? Ach du grüne Neune, ach du grüne Neune. Dir ja, meine Liebe. Wo geht's lang? Da kommt noch mehr. Wir müssen uns beeilen, Geralt. Die Tore zwischen den Wänden werden größer. Verfluchter Mist. Das Beben noch stärker. Wir haben nicht viel Zeit. Mut, mein Pferdchen! Was hat die erwischt? Die weiße Kälte! Verdammt! Wir werden begraben! Warte! Guares Tabel! Bleib nicht bei mir! Alles klar!
hat Zeit. Das Schutzschild von Jen ist schon was Feines, Freunde. Eigentlich meditieren. Okay, geht wunderbar. Verdammt! Avalach hat den Turm mit einer magischen Barrikade umgeben. Kannst du sie auflösen? Auflösen? Nein. Ich kriege höchstens einen Riss rein. Und nur ganz kurz, weil... Genauerchen. Kommen wir beide durch? Nein! Du musst alleine gehen! Ich komme mit Ciri zurück! Ich weiß! Agoret! Cheygane! Agoret! Jetzt, Geralt! Mir geht's gut! Geh jetzt! Und bestell Avalach! Herzliche Grüße! Das werde ich hier. So, Quest aktualisiert. Wie geht dich zum Eiffelturm? Zum Elfenturm, Entschuldigung. Ja, Eiffelturm, du bist der Eiffelturm. Es gibt kein Zurück mehr. Ich werde mir diesen Mistkerl schnappen. Und doch sehr, sehr cool inszeniert alles, ne? Geralt, wie bedauerlich. Ich hatte gehofft, dass du dies nicht mit ansehen musst. Wo ist Ciri? Ganz nah. Hör zu. Sei still. Mir reicht es mit deinem Scheißdreck. Zieh die Waffe, bringen wir es hinter uns. Darauf falle ich rein? Da irrst du dich gewaltig. Ich habe dir einmal vertraut. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Ich bin nicht dein Feind. Ich helfe Cirilla doch nur. Ich glaube dir nicht. Kann ich nicht. Nicht nach all dem. Glaubst du denn mir? Avalach sagt die Wahrheit. Ich habe ihn gebeten, mir beim Öffnen des Turms zu helfen, den ich betreten will. Warum? Zum Teufel tust du das? Die wilde Jagd ist besiegt. Die weiße Kälte aber nicht. Die Prophezeiungen sind wahr. Ich habe Welten gesehen, die in Eis gefesselt sind. Ich weiß, was euch erwartet. Nur das ältere Blut kann die weiße Kälte aufhalten. Nur ich kann es. Ist es schwierig jetzt, Freunde? Das interessiert mich nicht. Gehen wir. Du musst dieses Opfer nicht bringen. Ja, weil die auf mich hört, das will ich auf keinen Fall nehmen. Es wird keine Vernichtung geben. Machen wir mal das untere. Avalach hat dir den Verstand mit Wahrsagereien vernebelt. Da liegst du falsch. Die weiße Kälte kommt. Welten werden einfrieren, eine nach der anderen, und alles Leben wird vernichtet.
Avalach hat mich vor eine Wahl gestellt. Ich habe einen Entschluss gefasst. Ich muss sie aufhalten. Es muss einen anderen Weg gehen. Was weißt du schon vom Weltenretten, Dummkopf? Du bist ein Hexer. Das ist meine Geschichte, nicht deine. Lass sie mich zu Ende erzählen. Boah. Tu mir das nicht an. Bitte, nicht jetzt. Geralt, glaub mir. Ich würde liebend gerne Glühwein in einer Taverne trinken und meine Stiefel trocknen. Aber ich kann nicht. Ich muss es versuchen. Für dich und Yen und Triss, für alle. Drück mir die Daumen. Mach's bitte nicht. Wahnsinn, was jetzt? Ist Ciri tot? Bitte lass Ciri jetzt nicht tot sein. Folge er mir bitte. Haben den Verstand verloren. Jetzt wollen sie Anderlinge verbrennen. Oh nein, oder? Sprich. Das Schwadron vierte. Etwas endet, etwas beginnt. Ich glaube, das war's, ne? Die ganze Division Funsberg. Alle desertiert. Ich glaube, Ciri hat... Er ist in einer Besprechung. Niemand kann zu ihm. Unsinn. Geh und erstatte sofort Bericht. Ich befürchte, Ciri hat sich wirklich geopfert.
Gwyn Har, Bre Gladiwell. Ich kann es ehrlich gesagt eigentlich gar nicht glauben, dass sie tot ist. Die Redania werden bald hier sein. Seine kaiserliche Majestät wartet. Irgendwie fühle ich mich doch, muss ich sagen, jetzt, ob ich versagt hätte. Sprich. Ciri ist tot. Wie ist das passiert? Die weiße Kälte. Kennt ihr die Prophezeiung? Ciri wollte sie aufhalten. Das hat sie auch, aber den höchsten Preis gezahlt. Wo ist ihre Leiche? Ich glaube nicht, dass sie jemals gefunden wird. Wer weiß noch davon? Avalach, der elfische Wissende. Aber auch ihn werdet ihr nicht finden. Und Yennefer? Sie will im Norden bleiben, wenn ihr nichts dagegen habt. Habe ich nicht. Und du? Das braucht euch nicht zu... Ja, ich werde bestimmt nicht, wenn er seine Tochter verloren hat, so scharf sein und das untere machen. Nach Kriegen gibt es für Hexer immer viel zu tun. Ich reise nach Osten, vielleicht auch nach Norden. Hat Cirilla gesagt, hat sie dich gebeten, mir etwas auszurichten? Was nehmen wir denn? Puh, verzeih mir, Ciri. Sie war traurig, dass sie euch nicht Lebewohl sagen konnte. Hat sie das so gesagt? Wirklich? Das musste sie nicht. Sie wollte Frieden mit euch schließen, das weiß ich. Wenn es sonst nichts mehr gibt. Doch, eines noch. Aber du kannst gehen. Hexer, ich will dich nicht mehr sehen. Nie wieder. Ich bin gerade schon wegen aufgelöst, um ehrlich zu sein. Was für ein Spiel. Was für ein Spiel, Wahnsinn. Braucht ihr Hilfe mit eurem Wagen? Nein. Das ist eigentlich nicht direkt unserer. Eher ein gekapertes Fahrzeug. Beute, könnte man sagen. Die Leute haben ihn offenbar in der Eile zurückgelassen. Wohin sie geeilt sind, weiß ich nicht. Aber es wäre doch eine Schande, wenn er den Roten in die Finger fiele. Veränderung liegt in der Luft. Man gewöhnt sich dran. Jetzt sind die Schwarzen weg. Da werden die Hexenjäger bald eintreffen. Aber das Leben geht weiter. Wir müssen das Beste draus machen. Wie wahr. Also, an die Arbeit, bevor uns die Nacht überrumpelt. Braucht ihr echt keine Hilfe, genau? Braucht ihr wirklich keine Hilfe? Ich glaube, wir kommen zurecht. Wohin willst du? Zur nächsten Taverne, wie du aussiehst? Ja, aber erst habe ich noch eine Verabredung. Beim ehemaligen Lager der Nilfgaarder. Bis dann. Cool. Etwas endet, etwas beginnt.
Ach ja. Es ist schwer. Wisst ihr was, Freunde? Wir machen jetzt hier eine Pause. Ich weiß, dass es nur 20 Minuten sind. Oh, guck mal, das Spanferkel. Gegrilltes Schweinefleisch nehmen wir doch gerne mit. Kommt, zünden wir an. Ich brauche jetzt eine kleine Pause. Muss das mal für mich selber sacken lassen, um ehrlich zu sein. Ja, muss das mal verarbeiten, dass Siri sich geopfert hat. Warum? Dieses Spiel liegt mir doch sehr, sehr am Herzen irgendwie. Seit den letzten gute 650 Folgen. Und deswegen muss ich mal ein paar Tage drüber schlafen, mal wieder runterkommen. Weil ich gerade irgendwie auch nicht in der Verfassung bin, das weiterzuspielen, gerade um ehrlich zu sein. Und ja. Wie gesagt, Eredin besiegt. Avalach, ja, mehr oder weniger besiegt. Warte mal, kann ich Charaktereinträge Ciri? Kann ich da was Neues herausfinden? Avalach, hat der was Neues? Nee, aber Ciri vielleicht, ich weiß es nicht. Wir gucken mal, ob es da noch was gibt. So, Eredin war tot, doch das Ende des Bösewichts ist dem Märchen stets der Auftakt zum Ende. In unserer Geschichte war er das Signal für Ciri, sich ihrem Schicksal zu stellen. Nur sie hatte die Macht, der weißen Kälte Einhalt zu gebieten, jener mythischen Gewalt, die nicht nur diese Welt, sondern auch zahllose weitere Welten bedrohte. Halt Eredin vielleicht noch. Vielleicht steht da irgendwie noch was drin, dass er mich nicht mehr sehen will. Was ich wirklich, ehrlich gesagt, auch verstehen kann. Dank Geralt war es ihm schließlich vergönnt, nach jahrelanger Trennung von Angesicht. Ja, okay, da gibt es keinen Charaktereintrag, Aktualisierung. Gut, liebe Freunde. Ich reise dann morgen, wie gesagt, mit Plötze hier weiter. Ich muss das mal sacken lassen. Ich werde ein paar Tage Päusle machen. Und ja. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis morgen dann wieder zu The Witcher 3. Euer Franconia. Servus.